So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Hundetagesstätte. Und heute mit einem besonderen Gast, den ihr noch nie gesehen habt. Kino ist jetzt ein paar Tage bei mir, weil die Besitzer in Urlaub fahren. Und Kino wird jetzt in dem einen oder anderen Video der Hauptdarsteller sein. Also, heute geht es darum, wie bringen wir so einen riesengroßen, aber schüchternen, ängstlichen, fast schon Hund in unsere Gruppe ein. Viel Spaß! Ein Hund, der bei mir in der Huta ist, der Hund hüpft da schon, der bei mir in der Hundeschule ist. Und zwar ist das der Keno. Und jetzt muss ich euch mal so ein bisschen zeigen, wie der große Mann aussieht. Hast du Angst vor der Kamera? 45 Kilo und Angst vor der Kamera. Aua, 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 aua. Ihr seht schon, das ist ein bekloppter Kerl. Ein riesengroßer Hund, ein Riesenschnauzer in dem Fall. In dem Fall wirklich riesen, wie man das da hinten sieht. Aber er ist zwar riesig groß, ne? Aber jetzt gerade hat er sich vor dem Besen erschrocken. Und der Besen ist so böse. Böser Besen. Seht ihr das? Okay, und was wir mit Keno heute machen? Guck mal, das ist ein Handbesen. Gruseliger Handbesen. Der riecht halt nach Hund, weil wir damit Hunde kehren. So, was wir mit Keno heute machen, ist, dass wir euch mal zeigen wollen, wie wir den Hund hier in die Huta bringen. Also ganz kurz, was ist das Besondere an Keno? Also neben der Tatsache, dass das halt ein riesengroßer Hund ist. Ich weiß nicht, wie alt ist denn der jetzt? Anderthalb, glaube ich. So grob anderthalb ist der. Der ist nicht blöd, aber hier oben sind ganz viele Einbahnstraßen gerade, ne? In dem Alter, völlig normale Geschichte. Und der ist eigentlich, obwohl der extrem körperlich ist von der Rasse, der Riesenschnauzer, ist ein sehr, sehr robuster Hund. Das weiß Keno nicht. Keno ist also wirklich ein Riesenweichei. Ja? Der ist nett mit anderen Hunden, der ist ein bisschen blöd im Spiel, insofern als dass der seinen Körper nicht unter Kontrolle hat und auch mal irgendwo drüber rennen kann. Der hat die Geier mal umgerannt beim Spielen. Passiert. Also insgesamt ist Keno ein super netter Hund. Vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen zu wenig Selbstvertrauen. Das Problem jetzt hier, ihn in die Gruppe zu bringen, ist aber nicht Keno, sondern, ich bin übrigens total dreckig, sehe ich gerade, sondern die anderen Hunde. Denn die meisten größeren Hunde, werden mit Keno ein Problem haben, weil die nämlich kleiner sind. Das heißt, hier zeigen wir euch jetzt mal, wie wir so ein Auswahlkriterium machen, welche Hunde wir anfangen zu testen und zu gucken, ob Keno mit denen klarkommt und vor allem, ob diese Hunde mit denen klarkommen. Es gibt hier verschiedene Wege, wie wir vorgehen können. Wir können auf der einen Seite jetzt erstmal, wenn wir den Hund nicht kennen, der jetzt kommt, der jetzt einen Probetag machen würde als Beispiel, würden wir halt langsam erstmal die Hunde steigern, von klein bis groß, von Mädchen zu Rüden und von nett bis hin zu sehr selbstbewusst, um zu schauen, wie der neue Hund reagiert. Hier müssen wir es jetzt genau andersrum machen. Ich weiß in den meisten Fällen, wie Keno reagiert, der geht eigentlich allem aus dem Weg. Jetzt müssen wir gucken, was sagen eigentlich die patenten Rüden zu so einem Riesenkerl. So, jetzt fangen wir einfach mal so ein bisschen an. Ich habe den Keno hier an der Leine und Steffi wird einfach mal ein paar Hunde reinholen. Wir fangen einfach mal mit ein paar Mädels an in dem Fall. Weil da wird Keno nichts machen. Aber dann sehen wir schon mal, wie die Mädels auf ihn reagieren. Weil der ist sehr, sehr stürmisch. Und ja, ich würde sagen, so eine Emma ist zum Beispiel ein guter Ansatz. Wir haben beide Emmas da, ne? Ja, ja, mach gut. Emma. Oh, Gott, Gott. Gottes Willen. Hi, Emma. Emma glaubt, die geht nach Hause, ne? Geht aber noch nicht nach Hause. Ja, okay, du bist ein bisschen sehr aufdringlich. Sag ihm Bescheid, Emma, wenn er dich schon hört. Emma. Emma. Sag ihm Bescheid. So, jetzt können wir mal gucken, wie er sich mit Hündinnen beschäftigt. Und ihr seht, ne, du hast natürlich mit so einem Riesenhund hast du ganz oft das Problem, dass viele Leute nichts mit dir zu tun haben wollen. Die Emma ist echt eine große Hündin, eine große Labradorhündin. Und der ist mal gepflegt, 10 cm höher. Der wird schon seine 45 Kilo wiegen, ne? Alles, was er aber an Größenwachstum hat, hat er an Hirnwachstum ausgelassen. Ne, Keno? 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 Wir sind ansprechbar, das ist gut. Okay, dann können wir mal Emma tauschen. Und hol mal die andere Emma rein. So, Boxer Emma ist ein bisschen resoluter. Die guckt in mein Gesicht und sagt, wenn du mich nervst, gibt's Backpfeifen. Und da ist er auch nicht ganz so aufdringlich. Das ist schon mal gut. Oh, da gab's schon einen, nerv mich nicht. Okay, da sind wir ein bisschen vorsichtiger. Na, das ist eine... Emma, komm her. Das ist eine Hündin, die so ein bisschen sagt, nerv nicht, ne? Du, junger Fratz. Das hast du sehr gut gemacht, Emma. Das hast du sehr gut gemacht. Okay, er versteht also auch so ein bisschen, wenn die nicht wollen. Mal gucken. Jetzt hat sie sich da so mal hingelegt und hat ein bisschen geknurrt. Er geht gleich wieder weg. Also er versteht das wohl auch.
Ja, das sind auch so die Sachen, mit denen ich gerechnet habe. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit ein paar Rüden an, die ein bisschen schwieriger sind. Wir können das Ganze abkürzen. Kommt da gerade ein Auto? Ja, die kannst du immer ruhig da lassen. Was wollt ihr reintun? Ach, kannst du auch reintun, ja. Also wir machen das jetzt hier natürlich im totalen Schnelldurchlauf für euch auch, ne? Und werden euch auch nicht jeden Hund zeigen können. Wir gucken uns jetzt nur noch ein paar Rüden an. Wichtig ist halt, dass wir bei den neuen Hunden immer sehen, wie reagieren die auf andere Hunde, wie gehen die damit um und können die kommunizieren, denn das ist oft ein Problem. Gerade bei so großen Hunden, ne? Das ist ein riesen Kerl. Und wenn du mit so einem Hund, da kann der noch so nett sein, anderen entgegengehst, dann werden die meisten keine Lust haben, mit dir Kontakt zu haben. Ja. Und wir fangen einfach mal mit einer etwas wilderen Hündin an. Dich können wir auch nochmal nehmen. Else? Sehen wir mal eine Hündin, die ein bisschen mehr Energie hat, aber ein bisschen schissiger ist. Die spielt gerne, aber, und die kennt sich auch aus der Hundeschule, das muss man auch dazu sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Keno ihr zu viel ist. Ja, weil es auch ein langer Tag war, Else. Sag ihm Bescheid, wenn er dich nervt. Auch in dem Fall, ne? Wenn der, wird ja der eine von, oder andere von euch jetzt schon sagen, das ist zu schnell und wir müssen der Hündin helfen. Der Keno, ihr seht, der ist nett. Der weiß nur nicht, was er machen soll. Und die Else darf auch mal ruhig selber Hallo sagen oder sagen, lass das. Ne? Wir kennen beide Hunde gut, deshalb können wir das jetzt auch mal so ein bisschen länger laufen lassen. Einfach mal so 30 Sekunden gucken, was wird. Die Leine ist jetzt gerade ungünstig, aber wenn wir sie abmachen, müssen wir ihn gleich wieder anziehen. Hi Else, nervt er dich? Der ist ja scheiße. Ist der so groß? Ist der so groß? Sag ihm, dass er das nicht will. Die will das nicht. Ah, ihr seht, Elses Lösungsplan ist immer spielen. Und das reicht ihm nicht. Ne? Also er braucht schon jemanden, der ihm parat sagt. Aber jetzt wird Else so ein bisschen mehr Richtung. Nee, ich will das nicht. Ah, auch da, der wird schon deutlich ruhiger jetzt. Ja, mal gucken, ob er sich von Steffi abbrechen lässt. Na, da muss er. Ah, guck mal, das hat doch gereicht. Da sind wir doch. Da haben wir doch, sind wir doch ansprechbar, ne? Unter der Locke. Was, der hat keine Ahnung, was seine Beine machen, ne? Der hat keine Ahnung, was seine Beine machen. Ah, nein. Komm mal her, komm mal. Okay, komm, tun wir die Else mal weg. Gut, mit Mädels war das mir relativ klar, dass da nichts passiert. Und das hat er eigentlich ganz gut angenommen. Jetzt fangen wir mit Rüden an. Wir nehmen erstmal ein paar große Rüden, die freundlich sind und eher vorsichtig und nicht so selbstbewusst. Weil das sind so die, wo es am ehesten kriseln könnte. Gucken, wie er das da annimmt. Der wird sich wahrscheinlich klein machen. Aber es kann sein, dass wir jetzt die großen Rüden so ein bisschen... Ne? Du bist kein Abholzeiten hier, guck mal. Guck mal, wer da geht. Mio, was ist denn los? Mio will nach Hause. Hi, hi. So, jetzt wird mal geschnüffelt. Seht ihr das, wie der sich gleich klein macht? Kenos Plan A, wenn er nicht weiß, was er machen soll, ist bellen. Wenn es nicht so läuft, wie er erwartet. Ja, Luke ist jetzt schon so ein bisschen selbstbewusster. Hi, musst du uns mal gerade eine Sekunde geben. Ich glaube, von der Würstchen zu Tode hüpft. Das ist unfassbar aufdringlich, ne? Mal wirklich mal ganz doll schnüffeln. Dass Hunde so aufdringlich sind in solchen Situationen wie er jetzt. Asko, komm her! Liegt übrigens auch daran, wenn die das nicht oft machen können. Ne? Also, und das ist so ein Teufelskreis. Mit so einem riesen Hund hast du nicht oft Kontakt, wo die sich mal gut schnüffeln können und so. Und dann gehen die Leute aus dem Weg, du hast es immer seltener und dann wird es für den Hund immer besonderer. Der wird jetzt hier beim 10. Hund längst nicht mehr so doll schnüffeln wie beim 1. So. Zwei in der gleichen Größe. Mal gucken, wie das läuft. Boah, Lucky hat einen Kamm. Ja. Boah, der eine Bürste. Boah, mir eine Bürste. Ist der doof? Nee. Der ist doof? Nein. Du kannst mich auch schnüffeln. Okay, du lass das. Ja, Lucky hat schon beschwichtigt. Ja, ja, Lucky. Okay, aber ich meine, das ist ja... Lucky sagt, ich habe keinen Bock auf die. Lucky, komm. Okay. Boah. Das ist ja gemein. Oh, und wir lachen auch noch. So,
dann kurze Erklärung. Wir haben uns das jetzt ein bisschen angeguckt und es ist halt auch schon spät. Die Hunde sind müde und ruhig und die Gruppe wird immer kleiner. Und wir wollen den ja auch in die Gruppe kriegen. Das heißt, der nächste Schritt ist, dass wir jetzt mit ihm schon in die große Gruppe reingehen. Steffi wird dann ein paar Minuten mit ihm arbeiten, ist mit ihm unterwegs, hat ihn noch viel an der Leine, achtet darauf, dass die anderen Hunde sich hauptsächlich vernünftig verhalten und er jedem Hallo sagen kann, die Chance hat, sich da so ein bisschen einzuleben. Und ich denke, in so einer Viertelstunde sieht die Welt dann ganz anders aus. Müssen wir mal gucken. Na, aber da renne ich jetzt nicht die ganze Zeit mit der Kamera hinterher. Wir filmen mal so die erste Minute oder zwei. Ja, jetzt ist halt, ich mache das Mikro mal ein bisschen nach oben, dann hört ihr das vielleicht ein bisschen besser. So, jetzt ist halt wichtig, dass erstmal so ein bisschen Entfernung reinkommt und ein bisschen weg von der Tür, damit es sich ein bisschen verteilt. Geh nicht ganz so weit. Ich komme noch rein. Ja, also nicht immer direkt vor der Tür stehen. Und ihr seht, wie jetzt ganz viele von dem Abstand halten. Ne? Ist gerade so ein Toni, der schwarz-graue oder Churro oder Boris, die würden normalerweise viel mehr Hallo sagen. Das kann jetzt an verschiedenen Dingen liegen. Es kann daran liegen, dass der einfach sehr groß ist. Es kann daran liegen, dass der halt jetzt einfach nachmittags kommt und die Hunde schon so ein bisschen müde sind. Aber die meisten haben mit ihm tatsächlich ein Problem. Seht ihr das? Die meisten erstmal so, Gott Hilfe. Ja, sogar Steffi hat ein Problem mit dem. Ist halt hier zu kräftig. So. Ja. Ja, und jetzt sieht man, dass das Keno an sich halt super unruhig ist. Der weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Und das, da ist jetzt halt wichtig, alle können mal Keno Hallo sagen. Und in den Situationen, ihr seht auch, Steffi hat jetzt vorsichtshalber die Wasserflasche in der Hand, ne? Weil wenn da was passiert, müssen wir halt reagieren können. Das ist jetzt erstmal nur eine Vorsichtsmaßnahme. Jetzt kommt die Hope sogar. Oh Gott, die Hope findet ihn richtig gruselig. Und ihr seht, wenn der Keno jetzt von der Leine wäre, würde der rennen wie ein Verrückter. Und dann würde es hier so schnell eskalieren. Ne? Dann kippt die Stimmung, dann weiß man nicht, wie es weitergeht. Hi, Beppo. Okay. No, und deshalb ist es wichtig, dass jetzt ein bisschen strukturiert ist, alle können mal schnüffeln. Und das ist auch wichtig, dass man zulässt, dass Keno jetzt schnüffelt. Weil jetzt sehen wir, wie Boris reagieren würde. Ne? Das kann sein, dass Boris... Oh, auf einmal hat er aber ganz schön kleine... Backt er ganz schön kleine Brötchen, der Boris, wa? Ja, das ist nicht schlimm, dass er mal kurz Brummel sagt. Ne, der Keno ist zu aufdringlich gewesen. Boris hat gesagt, ich habe irgendwie, finde ich dich gruselig. Und hat mal so ein bisschen abgeschnappt. Jetzt kommt sogar ein Spiel rein. Also, das wird ein Spiel werden, ja. Das war ein Spielaufforderung. Okay, und Steffi geht jetzt einfach mal zwei Ründchen mit ihm. Und ich würde sagen, ich hole auch alle vom Sandplatz rüber, oder? Bei dem guten Wetter. Zack, zack, komm her. Sag dem Keno mal Hallo. Oh, Louis ist so einer, der richtig prollt auch im Moment. Louis! Louis, komm her! Louis! Aha. Oh, Louis sagt, nee, Keno ist doof. Okay. Guckst du, dass du da mal auf den Kontakt... Ah, guck mal, jetzt doch. Ein bisschen. Na, Louis ist der. Da. Ja. Louis fiddelt viel. Ihr seht das, ne? Wenn ihr das nicht kennt, fiddeln, dann schaut euch das Video dazu an. Aber das ist... Der Keno ist einfach allen zu groß. Das ist wirklich so ein Teufelskreis. Ne? Die Besitzer sind da von Anfang an mit ihm in der Hundeschule gewesen, aber den kannst du auch mit 14, 15 Wochen im Welpenkurs nicht mehr gebrauchen. Zumindest nicht, wenn du nicht nur Labbis hast. Ne? Wenn ich da einen kleinen Hund dabei habe, das ist ein Riesen, also ist wirklich ein Riesenkerl. Ja? Und das ist für den jetzt hier Phantasialand, weil der Hunde hat ohne Ende und jetzt kann er kommunizieren üben. So, dann gucken wir mal, wie es läuft da hinten. Und, wie klappt's? Ja, dann mach die Leine mal los. Hi, Sammy. Oh, ich bin einfach fast über dich drüber gelaufen. Ne? Das ist ja doof. So, jetzt machen wir mal die Leine ab. Und gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt ist das erste Mal freie Bewegung drin. Da wird jetzt erstmal vielleicht gerannt. Das wäre der Worst Case. Deshalb spreche ich ihn jetzt gar nicht an. Ich will, dass er alleine geht. Was seht ihr schon? Ohne Menschen wird es schwierig, ja? Wo gehe ich denn jetzt hin? Ohne Steffi traust sich nicht? Doch. Ja, und dieses Rennen, das kann halt... Also A muss da Energie raus, aber das kann halt jetzt die Rüden anstecken. Das ist ein bisschen gucken. Boah. Elli! So, und jetzt seht ihr auch, dass die eben noch so schissig waren, wie der Boris oder wie der Janis, da jetzt ganz schön drauf reagieren. Aber, ne, nachdem der jetzt eigentlich schon in der Gruppe war und allen Hallo gesagt hat und der hat jetzt gerade so seine zwei Minuten die Freiheit genossen und gefeiert, aber Energie ist ja schon raus, sodass das da jetzt eigentlich ganz gut läuft. Jetzt ist er wieder ruhig. Das ist super. Cool. Kann man so in der Gruppe lassen. Guck mal, der pinkelt noch auf vier Beinen. Ja, ihr seid alle nicht dran. Ich will die Abby filmen. Du bist nicht dran. Ich will die Abby filmen. Hallo. Hallo. Ach, kacke. Zwei Abbys, ne? Ich will auch die Abby filmen. Manchmal will ich die Husky Abby. Husky Abby. Husky Abby.
Husky Abby, ich hab dich noch nie, hab ich dir noch nie was getan. Du bist immer so, als würde ich dich umbringen. Femi, hi. Oh, dass du mich mittlerweile begrüßt, finde ich voll gut. Finde ich richtig stark. Bist du viel besser mittlerweile. So, ich werde jetzt vorne noch eine Viertelstunde, da rennt er schon wieder, vorne noch eine Viertelstunde aufpassen oder 20 Minuten, weil gerade Abholzeit ist. Steffi kümmert sich gerade noch um ihn und dann erkläre ich euch oder zeige ich euch nochmal, wie es läuft und wie es weitergeht. Aber das ist gut. Jetzt habt ihr mal gesehen, dass so große Hunde tatsächlich Probleme haben können. So, oh, der hätte so Bock, mit Boris was zu machen. Also, was dazu sagen, Boris und Koni gehören zusammen, die beiden. Das ist ein Mädchen, das ist ein Rüde. Der Boris ist auch noch nicht so lange da, der grau gestromte hier. Und der ist ein bisschen doof manchmal, insofern, als dass der andere Hunde antrollt, aber eigentlich ein eher ein unsicherer Kerl ist, ne? Ich hab's gerade gesagt, so. Und da muss ich jetzt aufpassen. Seht ihr, wie der Rücken kriegt, der Boris? Weil er jetzt mit der Koni spielt und die Koni keinen Bock hat. Boris! Boris! Pass doch mal, die Koni kann es selber, deine große Schwester. Boris! Ja, Koni hat halt keine Lust und sagt ihm ganz klar, hau ab. Ich finde übrigens, dass die Koni sich sehr viel hinlegt in letzter Zeit. Die liegt eigentlich nur noch, ne? Ich sehe die, hab die nicht mehr spielen sehen, schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Ich finde, die sieht auch hinten komisch aus. Ja. Na, guck mal, Keno macht das sehr gut. Mitten in der Gruppe, aufdringlich, überfordert, weiß nicht, was er machen soll. Ist aber eigentlich ein netter Kerl. Ne? Trotzdem muss die Steffi ab und zu mal ihn so ein bisschen bremsen, dass der lernt, ein bisschen runterzufahren, nicht ganz so aufdringlich zu sein. Das mit Boris kannst du jetzt ruhig mal laufen lassen, das ist cool für die Kamera. Und dann sagt der Boris hier, Backen gehen zu, es wird geschmatzt. Er sagt, da ist, nerv mich nicht. Ja, aber es ist eher noch so sehr vorsichtig. Er könnte jetzt auch noch Zähne zeigen und so, aber das ist schon da. Hau ab! Ja, und jetzt weiß Keno gleich gar nicht mehr, was er macht. Warum darf ich denn nicht? Ja, Boris ist auch, riecht wahrscheinlich auch undefinierbar. Also wir lassen das jetzt auch nur für die Kamera so viel laufen. Ne? Also normalerweise würden wir den Keno da viel häufiger ansprechen und sagen, lass den doch bitte in Ruhe. Es gibt ja genug andere Hunde, mit denen er sich hier beschäftigen kann. Aber insgesamt macht er das sehr gut. Dafür, dass so ein Riesenkerl ist und auch die ersten, die zwei Runden, die er da gerannt ist, da war der Dampf schon raus. Wenn der zwei Tage die Woche in der Huta ist, ist der Fritte. Er macht das sehr gut. Aber er kann ja jetzt kaum noch. Zeig ihm mal, wo das Wasser ist, dass er weiß, dass es was zu trinken gibt. Na, Keno? Hi. Ist das spannend hier? Ist toll, ne? So viele Hunde. Der ist so groß, der kriegt gar nicht in die Kamera. Die Kamera war gerade kalt. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie schwierig das für so einen großen Hund sein kann im Leben. Oder für die Hundehalter mit Hund. Gerade wenn die Hunde sehr groß sind und sehr ungestüm sind, also das, was ein Labrador mitbringt und ihr legt nochmal 10, 15, 20 Kilo obendrauf, dann habt ihr tatsächlich im Alltag mitunter so einen Teufelskreis. Also der Keno ist ein netter Kerl, wo ist er jetzt eigentlich? Jetzt habt ihr das mal so ein bisschen gesehen und gehört. Der Keno ist ein netter Kerl, aber wenn er sich freut, weiß der nicht, wohin mit sich. Dann wird gefiebt, gebellt und geknabbert und so. Ja, ich bin hier komplett vollgesabbert jetzt, aber es war nicht fester. Also eher für seine Verhältnisse war das sehr sachte, aber vielen Menschen würden es vielleicht schon fast zu feste sein. Das kann natürlich sein. Die Problematik als Hundehalter, die du da hast, ist oftmals, dass bei so großen Hunden, die dann ungeschickt sind in Kontakt mit anderen, dann am Anfang lässt man das noch ein paar Mal zu, dir kommen Leute entgegen und sagen, ja, ist okay, und dann ist der halt wie er ist, laut, groß, wild, weiß es einfach noch nicht besser, aber dann werden die Kontakte weniger, weil die Leute halt dann nicht unbedingt Lust drauf haben, auch die anderen Hunde da nicht unbedingt Lust drauf haben. Und dann wird der Kontakt für deinen Hund immer besonderer und besonderer und dann kannst du ihn im Zweifel auch weniger frei laufen lassen, wenn die anderen entgegenkommen, weil du willst ja auch die anderen Leute und die anderen Hunde nicht stören und so weiter und so fort. Das heißt, für deinen Hund passiert Folgendes. Er hat weniger Kontakt mit anderen und er kann im Zweifel viel weniger Dampf ablassen. Und der ist, ey, der muss Energie raus ohne Ende. Und der ist jetzt fertig. Wir sind Stunde hier. Der ist brei, fertig. Der ist kaputt, müde. Ne? Da oben das und der Körper sagt langsam, boah, ey, das war anstrengend. Und genau das muss sein. Der muss Kontakt kriegen und üben können und da muss Dampf raus, irgendwie. Natürlich ist das, was jetzt hier passiert, für Keno nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Bestfall hat er regelmäßig mehr Kontakt und die Möglichkeit, Dampf abzulassen. Weil dann wird es für den Hund und für den jeweiligen Hundebesitzer auch einfacher. Aber das musst du halt gesteuert machen, das musst du kontrolliert machen. Und sogar viele Hundeschulen oder viele Hundetagesstätten haben da keine Lust drauf.
Also gerade jetzt, wo die Nachfragen das Angebot unfassbar übersteigen, ich könnte jeden Platz hier zehnfach vergeben. Gerade da nehme ich so große, unruhige, stressige Hunde doch viel seltener an. Zumindest handhaben das sehr viele so. Mir ist das egal. Wir sind eh voll. Und es sind jetzt Hunde, die ich kenne, bei denen wir dann das bewusst machen, weil ich weiß, wie gut denen das tut. Der ist jetzt 10 Tage bei mir. Wenn ich den nach 10 Tagen abgebe, ist der erstmal auf Normalniveau. Dann wird das auf Dauer bei denen wahrscheinlich sich wieder so ein bisschen anschauen. Aber Keno ist ein Hund, der Energie loswerden muss, der Kontakte üben muss und wirklich auch Erfahrungen sammeln muss. Denn eigentlich macht er das gut. Er nimmt auch Korrekturen von anderen Hunden an. Er ist nur sehr ungeschickt, er ist nur sehr groß und er ist nur ein sehr freundliches und schüchternes Drangtier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon lernen und habt vielleicht hier und da, ja, einen neuen Blickwinkel gekriegt auf diese Thematik. Ich habe vorhin das Thema Fiddeln mal angesprochen. Dazu habe ich mal ein Video gemacht und erklärt, was Fiddeln eigentlich bedeutet und was das ist. Das habe ich euch unten verlinkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich lasse euch noch ein paar Sekunden Hunde gucken und dann sind wir raus. Ciao. Guck, wie ich jetzt aussehe. Ich habe einmal den Labrador angefasst. Wenn ihr euch übrigens dafür interessiert, wie das in der Route abläuft und wie hier so der Tagesablauf mit 50 Hunden ist, dann schaut euch mal dieses Video an. Ich gehe mich jetzt mal waschen. Ciao.